Eben noch Sea of Thieves und jetzt schon wieder World of Warcraft. Das ist der Wahnsinn. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und ich sehe gerade alle, die nicht hier in der Favoriten sind, stehen ja auch nicht so schön. Na? Hatte ich nicht? Doch, hier, der Krieger, der Foxandro. Das Problem ist, wenn ich mich mit dem hier jetzt einlogge, der ist natürlich mir komplett aus dem Gesicht geschnitten, ne? Also diese Haare, die hatte ich früher auch genauso, natürlich nicht. Ich hatte mal lange Haare, ja, aber nicht diese Frisur. Das Ding ist halt, ich habe da keine UI-Mods bei dem angepasst, das heißt, ich logge mich da jetzt einmal kurz ein und dann habe ich wahrscheinlich wieder genug. Weil wenn ich sehe, was da jetzt für Fehlermeldungen auf mich einprasseln. Und unangepasste UIs, also. Es sieht erschreckend gut aus. Naja, nicht wirklich. Es fehlt jede Menge. Nee, nee, wir wollen nicht, aber. Warum sind die Quests da oben? Kann ich das nicht irgendwie. Add-ons habe ich nicht so. Ja, eigentlich, da fehlt Bliss Move, ne? Okay, everything ist bei Foxandro nicht aktiv, warum? Erklärt, warum oben alles fehlt. Okay, also sogar die Leiste hier mit XP-Bar stimmt. Hier oben stimmt eigentlich auch soweit alles. Ich müsste nur da ein bisschen hier unten eine Kleinigkeit anpassen. Das ist nicht so schlimm. Das ist bei Bartender. Das ist einfach nur die Mikromenüleiste. Muss ich bei der Skalierung ein bisschen aufpassen. In Abstand einfach nur. Genau, ich glaube in Abstand ein bisschen größer und Skalierung ein Ticken kleiner oder so. So irgendwie. Okay, aber jetzt habe ich dann noch hier dieses Bearbeitungsmodus hier. Ich glaube, das ist das Problem, ne? Weiß ich noch nicht, ob mir das so gefällt. Ich glaube, ich muss es noch tiefer machen, aber wir müssen mal gucken. Das ist das ganz normale Startgebiet, ne? Ich habe gerade erst mitbekommen, was hier rausbekommt bei der Burning Blade. Auf wie viel seid ihr gekommen vom Gold her? Wir hatten gerade Demon King, was waren es? 1,3, 1,4? Oder 1,2? Auf jeden Fall über 1 Million. Das war knackig. Ah. Spion von. Wo sind die Spione? Ah, da. Das ist die Quest hier. Schreibtraum. Danke dir. Ja, es hat sich schon. Wir hatten 9 Stacks. Also hat es schon gelohnt, aber ja, ich meine, ich spiele es ja nicht wegen Gold.
Fand die alten Questreihen hier im Startgebiet ein bisschen cooler. Ich glaube, die waren es nämlich. Ich glaube, zu Anfang hat man irgendwie nur so Wölfe killen müssen bei Classic. Und ich glaube, so ein paar. Genau, das kam auch, glaube ich, auch später hier mit dem brennenden Ding dazu, glaube ich. Und irgendwelche. Du nicht nehmen Kerze, ne? Naja, genau. Und jetzt sind es irgendwie andere. Naja. Irgendwo da oben, ne? Alter. Haben kein Ziel, natürlich. Also am Anfang halt immer nett. Level up gibt's ja ratzfatz, ne? Das weckt halt in mir so ein klein bisschen Nostalgie, weil als World of Warcraft, ich meine, guckt euch diese alte Startkathedrale an. Die ist immer noch genauso eckig, wie sie war. Das Ding könnte man auch mal neu designen, Blizzard. Ist immer noch das Startgebiet für Menschen. Ja, das, also heute, damals war es halt so. Damals hat man das so programmiert und damals hat das 2004 auch noch gut ausgesehen. Aber das gehört viel runter designt und so. Und das ist alles viel, viel zu eckig. Also. Ne? Heidet hier wer? Oh ja, da. Seid gegrüßt. Wegen den Gürtel. Ziehe den Ehrenfreund. Mal den Gürtel anziehen. Was ist besser? Dann. Gibt hier auch einen Erfolg, wenn man alle Quests macht in jedem Gebiet. Boah, ja, aber ich bin kein Achievement-Jäger, das sage ich immer wieder. Weil dann wirst du nicht mehr fertig. Ich meine, die Achievements zählen jetzt mittlerweile seit diesem Pre-Patch für alle Chars, was ja ganz okay ist. Dann brauchst du nicht mehr sagen, ich muss für alle Chars was machen. Aber es ist trotzdem sehr viel Arbeit, ne? Das werde ich nie. Ich bin kein Achievement-Jäger, egal bei was. Muss ich auch Wölfe töten? Nö. Die muss ich töten. Wieder Level up. Geht ja wie das Katzenmann hier. Toll, jetzt habe ich irgendeinen Spell weggeschmissen. Den ich in der Leiste hatte. Nicht Beruf. Ich hätte irgendwas in der Leiste gerade. Das habe ich weg. Ich weiß aber nicht, was es war. Ich gewundert, was das war. Hier. Ach, die Meutebank. Kein Mensch. Also ja, nett, aber. Erstmal, weil das ist der generelle Angriff, ne? Gut, angreifen tue ich ja. Mann, ich gönn's jedem, der Spaß hat, ne? So ein Achievement-Jäger ist. Um Himmels Willen, ja? Aber ich bin's halt nicht. Ne? Ich brauch das jetzt auch nicht, egal bei welchem Spiel. Also, gut, wenn es halt Achievements gibt, die einem was bringen, ich sie machen muss, wenn ich zum Beispiel fliegen will oder so, muss ich gewisse Achievements erreichen haben, wenn ich in dem Addon früher fliegen will oder so, das verstehe ich, ja? Aber. Oder wenn es halt irgendwelche Rüstungen oder also irgendwas gibt, was ich haben will unbedingt. Ja.
wenn es irgendwas freischaltet. Aber einfach nur, dass sich eine Zahl hochzählt oder ich habe dieses Achievement dann abgehakt. So, pff, nee, das brauche ich noch nicht. Wenn es irgendwas Cooles für gibt und ich will es haben, dann klar. Ne? Ja, und mein erster Char war halt Mensch Krieger. Ja. Hatte ich damals noch einen falschen 50er als Kumpel oder als Kollegen? Kann nicht sagen Freund, weil ein Freund war im Nachhinein nie, aber. Der hat mir dann nochmal versucht, die Freundin auszuspannen. Der Typ. Also mit dem habe ich angefangen. Wir haben uns getroffen. Sind dann damals noch in der Karstadt. Gibt's ja so nicht mehr, zumindest bei uns nicht mehr. Und haben uns direkt zur Ladenöffnungszeit das Spiel gekauft. Und jeder nach Hause, haben es installiert, haben dann auch gemeinsam zusammen gequestet. Sehr, sehr lange, war noch sehr, sehr lange in einer Gilde. Meine damalige Freundin auch. Ja, und dann bei so Gildentreffen, weil wir waren Gilde, sehr viele aus einer Stadt. Und unter Alkoholeinfluss, da hat er sich an sie rangemacht. Und meine damalige Freundin im echt angetüdelten Zustand hat da mitgemacht. War also nicht ganz unschuldig, ne? Ist immer so einfach zu sagen, ah, der andere war schuld. Nee, ich finde, dazu gehören drei. Ja, also der es auslöst, in dem Fall die mitmacht. Und ich als Part 3, der die Beziehung hat ein bisschen schleifen lassen. Ja, also das, ne? Braucht ihr Hilfe? Muss man also dazu sagen, Königfreund, das Licht segne euch. Ich bin ja nicht auch nicht ganz unschuldig mit dran, dass das, oder. Da würde ich es mir zu einfach machen. Schönen Tag auch. Sagen wir es mal so. Und aber trotzdem war es eine miese Aktion. Hat er denn auch damals die Gilde verlassen? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich hatte mich mit meiner damaligen Freundin dann ausgesprochen und haben gesagt, okay, wir haken das ab, wir bleiben weiter zusammen. Und es hat dann auch nochmal sehr lange gehalten. Und ich habe nur über Dritte erfahren, dass er dann meinte, ah, das war eine blöde Idee. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber zu mir hat er das offiziell nie gesagt, ne? Hast du komplett nur angefangen? In welchem Zusammenhang, Traum? Jetzt auf WoW bezogen oder jetzt auf die Geschichte mit der Beziehung bezogen, die ich gerade gesagt habe, oder? Mit dem WoW-Char. Das ist ein Twink. Also Twink heißt so viel wie zweiter Charakter, der oder ein weiterer Charakter, der dir nicht so viel wert ist, in Anführungszeichen, ja. Den du auch mal gerne spielst und auch mal gerne hochziehen willst. Aber es gibt so den einen Main-Char. Das ist mein Magier. Meine Magierin, besser gesagt. Und dann gibt es halt andere Charaktere, weil du hast ja auch mal Lust, einen anderen Charakter zu spielen, der also eine andere Klasse, die andere Fähigkeiten hat. Oder andere Aufgaben hat. Deswegen, habe ich jetzt mal den ausgepackt. Den habe ich vor geraumer Zeit mal erstellt. Weil, wie gesagt, Krieger war mein erster Charakter. Und ich habe ja auch einen Untotenkrieger, aber halt noch keinen Menschkrieger auf Ali's Seite. Also nicht mehr, früher ja. Ich müsste irgendwann nochmal Red Dead Redemption 2 zu Ende spielen, aber es kommt so viel Spiele, da werde ich nicht dazu kommen, aber dann könnte ich auch den Rockstar Launcher endlich deinstallieren. Den habe ich nämlich auch noch drauf, den habe ich vergessen vorhin aufzuzählen. Die gute Rockstar Launcher. Ich weiß nicht, ich hatte mal so eine Phase, wo ich gesagt habe, klar, jeder braucht seinen eigenen Launcher. Das muss ich unterstützen. Steam hat eh schon die Monopolstellung und es ist ja kacke und im Prinzip ist es auch. In Waffen ist das, ne? Ne, Siegesrausch. Und wenn ich jeden Launcher dann nutze von jedem einzelnen Hersteller, dann unterstützt den Hersteller ja direkt und die machen mehr Geld mit. Und ja, das ist ja auch so ganz richtig, ja? Wenn ich an Steam quasi vorbeigehe
und es nicht bei Steam hole, dann verdient Steam nicht zusätzlich mit dran. Das Ding ist aber, diese Launcher müssen halt alle gepflegt werden, müssen geupdatet werden und du hast sie alle installiert und jeder hat seine Eigenheiten. Wenn du zum Beispiel den Ubisoft Launcher startest, kriege ich immer noch 2 bis 3 Mal die Meldung, dass ich es mit Windows Administratorenrechte bestätigen muss. Gerade wenn sie es patcht, das ist ultra nervig, keine Ahnung warum der das machen muss und alle anderen kriegen es so hin. Ja. Runes of Magic, sagst du, macht dann eine bestimmte Stufe, kann man sich einen zweiten Char, ach Hauptcharakter. Gut, Runes of Magic, ist das nicht kostenlos? Also vielleicht ist das so eine bewusste kostenlose Beschränkung. Bei World of Warcraft zahlst du ja eine Abogebühr, ne? Das Licht sei mit euch. Dass du spielen kannst. Du kannst es auch kostenlos spielen, aber auch da hast du, glaube ich, bis auf Stufe 20 alle Möglichkeiten. Also du kannst dann nur bis auf Stufe 20 spielen, hast dann aber, glaube ich, alle Chars, kannst, glaube ich, ich glaube nicht, dass es eine Begrenzung gibt, wie viele du erstellen kannst. Also gibt es aber keine Begrenzung, die unterschiedlich ist zum Bezahlmodell. So meine ich das. Aber ich weiß es auch gerade nicht auswendig. Von daher, du hast hier unten, deswegen habe ich diesen Erfahrungsbalken wieder drin, grüne Erfahrung heißt keine doppelte XP. Du kriegst sogenannte Rested XP, das heißt Erfahrung, die du in einem Gasthaus auflädst. In allen Gasthäusern, wo du sein kannst, ist dann so eine Art Schlafblase hier bei deinem Icon und das sagt dir so viel, wie du bist in einem Gasthaus und ruhst dich gerade aus. Und eigentlich solltest du es so machen, dass du jeden Char ins Gasthaus abstellst, der nicht gerade levelt, dass er doppelte Erfahrung sammelt bis 200% hoch und dann spielst du die weg. Na, also das ist, dass du dann schneller leveln kannst. Also ich habe dann einen Kollegen gehabt, die haben dann, wenn sie andere Chars gespielt haben, also ihre Twinks, haben sie dann immer geguckt, dass sie die wegleveln. Ja, also dass sie immer die doppelte XP weggelevelt haben und dann den Char erst wieder gespielt haben, wenn die Doppel XP wieder da war und man hat einen anderen Char gespielt, ne? Also ich habe auch kostenlose MMOs mal ausprobiert und die waren teilweise ganz nett, bis teilweise grottig. Kam immer je aufs Spiel an. Ich habe noch mal eins angefangen, das war so ein billiges Anime-MMO, was schon fast browsermäßig ging. Weil das eine Dame gespielt hat, wo ich ein bisschen Interesse hatte. Hätte ich gern meine Lebenszeit zurück. Erstens mal für dieses Interesse, dass ich eine Dame hatte, weil im Nachhinein habe ich viel zu spät gemerkt, dass dies überhaupt nicht passt und gar nichts für mich ist. Aber naja, wenn man halt so ein bisschen sich verschossen hat, ne? Ja, da kann man doof sein, ich gebe es zu. Und ja, und dann habe ich das halt auch ein bisschen gespielt mit der. Beziehungsweise gar nicht so oft mit der, weil die nicht so viel Zeit hatte, aber immer wieder gelevelt, dass ich mit der mitspielen konnte. Was kann ich für euch tun? Was dumm war im Nachhinein. So, wir haben noch keine Spezialisierung wirklich. Gehen wir auf den Milizhammer. Das Licht segne euch. Seid vorsichtig. Liebe macht blind, ja. Das ist richtig. Das war's schon. Och, echt jetzt? Muss nicht mehr in die Höhle? Oder habe ich schon ein paar Quests gemacht gehabt? Irgendwann mal, es kann sein. Wie gesagt, ich fand das alte Startgebiet früher besser. Ich weiß, sie haben viele geupdatet mit diversen Patches bei WoW. Aber ich fand das alte Startgebiet, fand ich, irgendwie cooler. Aber trotzdem, als Mensch level ich immer gerne in dem Gebiet. Ich meine, klar, wenn ich mich in jemanden auf Neues einlasse oder so, dann bin ich auch grundsätzlich erstmal offen. Aber ja, wenn man sich halt reinsteigert. Ne? Und sagen dir dann auch Freunde und Kollegen so, ob das so. Bist du dir da sicher? So, ist doch, ne? Vielleicht ist das doch nicht so knülle, aber wenn man verliebt ist, ist einem das egal. Ne? Dann will man das nicht hören. Und ist vielleicht doch mal gar nicht mal so schlecht, weil nicht immer haben die Kollegen und Freunde auch recht, ne? Haben wir auch nicht vergessen. Aber wenn es dann kommt, ne? So. Hallo, de Cicero Shows. Habe ich es richtig ausgesprochen?
dir so aussieht, aber das Addon kenne ich nicht. Was? Das alles so bei dir aussieht, ist aber ein Addon, weil ich kenne das nicht so, wie es aussieht. Was genau meinst du? Ich habe hier alles geaddont. Ich glaube, Questlog ist aktuell, zumindest bei dem Char, noch normal. Also ich habe diverse Addons drauf, ja. Oh, ich habe bei Valheim mal, habe ich mal eine Modliste zusammengepackt, welche Mods ich installiert habe, weil die Leute immer gefragt haben, oh, welche Mods denn? Dann habe ich mal so eine Liste gepflegt. Das Interface, wenn ich Quests annehme. Ja, das ist Dialogue UI. Die Mod ist noch nicht so alt, die gibt es noch nicht so lange. Der macht mehrere hier. Dialogue UI heißt das. Findest du bei Curse? Curseforge. Na, das fand ich, sah ganz nett aus. Ehre dem König. Das kann man auch noch ein bisschen einstellen. Ja? Kann es dunkel machen, man kann es größer, kleiner machen. Ich fand das so ganz okay und ich finde, es sieht ein bisschen moderner aus. Ziehe den Ehrenfreund. Immer Schild oder Hosen? Aber komm, man nehmen noch ein Schild. Seid vorsichtig. Das Licht segnet euch. Ziehe den Ehrenfreund. Und das ganze Interface habe ich mir über Jahre zusammengebastelt. Also die hier unten, die Leisten sind Bartender. Dann, oh, wie heißt das andere hier, dass man so Dinge abgrenzen kann. Wenn ich es lese, mache ich A. Hier. Sun Viewport Art heißt das. Ich habe quasi oben und unten das Bild kleiner gemacht. Ne? Also es wird wirklich nur gerendert von WoW, dieser Bereich hier. Alles andere sind wirklich schwarze Balken. Und in die schwarzen Balken kannst du dann Sachen drüberlegen, ne? Nee, es ist kein Elf UI. Das ist auch okay. Also, ne, es gibt auch viele gute Vorgefertigte. Aber Elf UI ist es nicht. Wobei das auch nett aussieht, definitiv. Das ist wirklich alles Marke Eigenbau. Aus verschiedenen Addons zusammengeklatscht, wie du es hier siehst. Noch viele alte, die ich gar nicht mehr nutze. Aber wie gesagt, jetzt dieses Sunview Art und dieses Dark Wall Alliance habe ich mir gebaut, ne? Also, ich habe quasi die Bilder angepasst. Und habe dann quasi hier mal das Allianz drin und hier und dann World of Fitzfuchs. Und bei Horde ist hier das Horde-Symbol. Einmal links und einmal rechts geteilt. Oh, dann ist das Stone ist die Sexy Map. Die kennt man vielleicht auch. Also es sind verschiedene kleine Mods. Dann hier oben Chocolate Bar mit diversen Brookern von. Ne, wo man oben dir so Sachen anzeigen lassen kannst. Und der Chat ist hinter der Kamera. Und dann noch so eine XP-Bar hier. Also. Es ist alles umständlich zusammengeschustert bei mir. Schönen guten Tag. Man sieht sich. Mögen eure Reisen sicher sein. Mögen eure Reisen. Grüße für die Allianz. Seid aber ich mag das einfach in dem Spiel. Einfach so ein bisschen questen. Auch wenn ich die Quests zum Teil x-mal schon gemacht habe. Das Ding ist, ich habe keinen Char mehr, den ich auf Seiten der Blutelfen spielen wollen würde. Und, aber ich habe das Blutelfengebiet so oft gespielt, weil ich die Blutelfen so mag. Oh. Das ist halt so das Ding. Ich brauche keinen Blutelfen-Charm mehr. Beziehungsweise sie sind alle schon hoch genug. So, jetzt bin ich hier für alle, die keine WoW groß kennen. Jetzt könnte ich mich hier ausloggen und krieg dieses Rested XP, ne? Quasi. Wenn ich hier jetzt nicht weiterspielen wollen würde, könnte ich sagen, okay, ich spiele jetzt einen anderen Char. Ich mache jetzt hier erst wieder weiter, wenn ich Doppel XP habe. Dann geht's noch schneller. So, wir loggen uns mal kurz aus. Den Rest kenne ich, aber zu viele Addons wegen Progress reden. Ja, wenn du Progress Raider bist, dann klar, da hast du noch mehr Addons als ich. Ich habe nur, wie heißt es, diese Alerts da, die ganz bekannten. So, jetzt haben wir einen guten Blitzfuchs, steht eh in Okrimar, den habe ich aber auch nur gemacht wegen dem Namen, weil er halt ein Fuchs ist. Muss ich Fox Sandro eigentlich hochmachen? Fox Sandro und den, also warum sollte ich jetzt nochmal einen Mage spielen als Magier, also Allianz, wenn ich eigentlich schon hier meinen Main Mage habe, ne? Könnte ich, aber ja. Angry Angel. Oh Gott, der Name. Das war nichts mehr frei, aber für den Namen schäme ich mich wirklich. Dann habe ich ja noch eine Magierin, aber die ist halt Nachtelfin. Dann wäre dann quasi meine Allianz-Magierin. Ach, ich weiß es noch nicht. So, was haben wir noch? Ja gut, auch nochmal ein Schamane, nur den Fitzfuchs gesichert. Den Flitzfuchs als Jäger. Das Ding ist, ja, als Fuchs-Fan und müsste ich eigentlich irgendwas spielen mit Vulperas, aber ich habe ja alle Klassen schon irgendwie, die mir Spaß machen.
Vielleicht den Schlitzfuchs, ja, dass ich sage, okay, Schurke würde ich spielen. Würde ja sogar noch halbwegs passen, oder? Schurke und ein Fuchs. Jäger, ich weiß nicht. Weiß nicht. Ja, den Druide kann ich eigentlich löschen. Den werde ich nicht mehr spielen. Den werde ich wirklich nicht mehr spielen. Aber ich habe ja meinen Druiden. Hier oben. Xandra. Warum? Ich glaube, ich habe den Namen noch auf irgendeinem Server gesichert. Aber auf Erida brauche ich doch keinen Charme mit dem Namen. So, wie kann ich den hier löschen? Da unten. Ich hoffe, Erida doch eh nichts mehr, oder? Doch, ich glaube schon. Aber der Erida ist doch mein Mensch. Allerdings doch. Wo war ich denn vor Erida? Shadrath war ich früher. Stimmt, Shadrath. Shadrath werde ich nie wieder spielen. Drow. Ja, wirklich ein Jäger, der Drow heißt. Die auch löschen. Ist auch Shadrath, ne? Ja, komm, wir räumen ja mal auf. Ich werde auf Shadrath nicht mehr spielen. Ich weiß, dass Server mittlerweile egal sind. Ich weiß das. Aber ich spiele die Chars ja eh nicht mehr. Wer ist Gildenmeister? Ich wusste gar nicht, dass ich eine Gilde aufgemacht habe. Okay, löschen wir jetzt den hier. Was bist du? Zweiter Vorsitzender? Kassenwart? Danke. Da habe ich mir den Namen Vivio nochmal auf Shadrath gesichert, aber wie gesagt, ich werde auf Shadrath nicht mehr spielen, also. Defeats! Auch nochmal gesichert auf Shadrath. Löschen. Du hast so viele alte Chars wieder gesehen. Ja, das geht ratzfatz, ne? Wenn Nostalgie. Da habe ich nochmal Fitzfuchs auch Shadrath, ne? Ne, Antonidas. Ja, okay. Fitzfuchs auf Antonidas kann man sich mal sichern. Blackmore. Echt jetzt? Warum habe ich was auf Blackmore? Ach, weil ich glaube noch einen ehemaligen Kollegen hatte, der auf Blackmore gespielt hat. Ich entsinne mich. Priesterin Stufe 28 Blutelfin. Habe ich doch hier, oder? Klar. Auf Erida. Ja. Dann brauche ich die hier unten doch nicht mehr. Gwenlina. Ach du Scheiße. Ja, der Name Susanne ist natürlich selten, weil es ein echter Name ist, den man kennt. Aber wie gesagt, Shadrath. Du war 28 hin oder her. Bleib auf Erida mit meinen Chars. Fertig. Das sieht cool aus. Kelly, okay. Und das ist, ja, aber ich werde auch auf Blackmore nicht mehr spielen. Ich werde 4K Gold. Echt jetzt? Stand das dabei? Okay, hätte ich noch transferieren sollen. Ist ein guter Einwand. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ist egal. Ist eh zu spät. Kann sich ändern. Wir haben gar kein Gold, oder was? Krieg ich es bei einigen angezeigt, bei einigen nicht? Gute Frage. Gute Frage. Ja, muss ich auf den Server einloggen, aber ich war ja schon mit Mitsuni eingeloggt. Mit den anderen Chars war ich ja noch gar nicht eingeloggt. Ich war heute noch gar nicht als Throw drin. Oder als Kelly. Aber da steht, krieg ich es angezeigt. Weiß der Geier. Gut, die steht halt in Sturmwind. Ist aber Magier. Oh, die ist aber. Ah, die ist auch auf Blackmore. Weiß, ist egal, aber trotzdem. Stimmt, Blackmore.
Packen wir mal runter. Kann ich nicht bei Hand ziehen? Doch. Dass ich gar nicht auf die Idee käme. Boah, Dämonenjäger, der war auch schon 60. Dann muss ich von 60 auf 70 ja dann woanders hinspielen. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Gerade Angry Angel Ausrüstungsupdate. Was wird er mein Jäger, wenn überhaupt? Machen wir mal den eins höher. Weiß noch nicht, ob ich einen spielen wollen würde. Hexenmeisterin. Ja, Hexenmeisterin hat mich. Was gerade Leute von Shattered gelöscht. Ach so. Jetzt hat er. Ach so, und deswegen hat er die von Shattered drin. Ich verstehe. Danke dir. Danke dir. Ich verstehe. Weil ich ja gerade auf diesem Realm quasi eingeloggt bin, auch wenn ich es nicht bin. Naja, also. Ich verstehe das Ganze. Nee, gut, dann gehen wir nochmal hier. Jetzt auch ein Ausrüstungsupdate. Ich muss erst auf den Realm wechseln. Wie wechsle ich denn auf den Realm? Da. Ah, jetzt kriege ich das Ausrüstungsupdate angezeigt. Weiter, weiter. Ja, Schatten natürlich zum Leveln. Ich weiß eh nicht mehr, was die gemacht hat und wo die rumsteht. Also alle Quests löschen. Na, würde ich dann nochmal weiter questen irgendwo. Die hat Post. Loggen wir uns mal ein kurz. Über die Gildenbank hätte ich das, glaube ich, oder über die Meutebank oder so. Gott, jetzt geht's ja aber ab. Ah. Der Stolz der Sindorei. Ja, von mir aus. Neue Briefe. Komischerweise, da hat die Leis. Unsere Expedition ist bereit. Trefft mich vor Orgrimmar, dann reisen wir gemeinsam zu den Dracheninseln. Ach, lass mal gut sein. Du kriegst noch diese XP-Bar, aber ich habe, glaube ich, zwei drin. Und welche ist es? Gute Frage. Ich glaube die. Jupp. XP-Bar, non. So, wollen wir hier im Briefkasten? Hallo. Ja, genau, nee. Ich habe ja dann gewechselt, ne? Genau. Kommt mir's ja jetzt sehen. Oh Gott. Haben wir es jetzt bald? Dankeschön. Wirklich nur noch Zettel drin. Ja, kann ich sie nicht alle löschen? Kann sie alle öffnen? Ich kann sie. Ich. So, jetzt die Frage. Haben wir schon 2,53?
Und nur Crap bekommen. Wahrscheinlich alte Sachen habe ich dann wieder gekriegt, aber ich könnte den ganzen Bums doch direkt verkaufen. Wo habe ich denn jemanden, der mir irgendwas abkauft? Stimmt, da hinten. Habe ich auch keinen. Ich muss auch einen Mount mit der haben. Aber ich habe keins in der Leiste. Oh, die hat bestimmt kein gescheites Makro. Stimmt nicht. Wollte ich übrigens noch anpassen. Wo wir gerade dabei sind. Makros, hier habe ich diverse. Was denn das? Das ist der. Sieht mir aus nach einem Druiden. Das sieht mir aus nach meinem Mage. Und dann verließen sie ihn. Okay, keine Ahnung, was das mir für alte macht. Ich glaube, ich alles nicht mehr. Ich bin jetzt faul, komm. Nimm mal da Lars Asche, wird schon schief gehen. Aber wir können. Genau, wir können auch direkt fliegen damit, das ist ganz cool. Aber ich brauche gern noch aus dem Zauberbuch. Das war's nicht. Nein. Ist es vielleicht in der Leiste und ich sehe es gerade nicht? Nö. Flugstil wechseln. Doch, da oben. Nein, 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 nein. Wollte ich nicht. Egal. Und kriegst mal den Bank zugreifen. Ja. Das klappt irgendwie nicht. Weil jetzt einen normalen Rucksack aufgemacht. Wenn er beißt sich das mit meinem Addon. Müsste ich nochmal gucken, wie ich das nutze. Habe ich jetzt aktuell eh nicht vor. So, kannst du irgendeiner, der mir irgendwas hier verkauft oder abkauft? Muss doch irgendwo ein Händler sein. Natürlich nicht. Doch, da ist noch ein Münzsymbol. Ist doch was, oder? Auktionator. Okay, fliegen wir kurz runter. Super. Doch irgendwo ein Gasthaus. Was ist das? Das sehe ich jetzt im ersten Mal. Es ist ein Mount, mir schon klar. Bleib hier! Kann sich bestimmt bauen als Goblin, oder? Doch beabsichtigt. Soll mal stehen. So Dinge gibt es ja auch zum Teil in echt. So, ist hier irgendein Gast, wird hier mir irgendein. Ah, da. Kraft so, und Ehre. Nimm mal den ganzen Scheiß, den hier kein Mensch mehr braucht. Das reelle Elternsex ist aber. Faustwaffe.
Daher habe ich hier für Plunder weg. Okay, ich habe wohl keine Mod, die mir Plunder verkauft. Oder mach das nicht die Taschenmod? Kraft. Ach ja, ups. Add-ons, falsch. Optionen, Add-ons, hier. Wir haben hier Brooker Everything. Dann haben wir die verschiedenen Module mit Gold. Ne, das kann das auf jeden Fall nicht. Okay, das kann es nicht. Und was ist mit Better Bags? Kann Better Bags Scheiße verkaufen? Ich hatte auf, gut, ich kann hier. Das ist aber nur fürs Reparieren. Das ist die Frage. Habe ich nicht so ein Add-on Junk Sale oder so? Doch. Verkauf maximal im abgesicherten Modus. Ramsch automatisch verkaufen. Schalte den automatischen Verkauf von Ramsch bei geöffnetem Händlerfenster ein und aus. Hä? Aber das ist das doch. Also genau das ist das doch. Ja, das ist aber offensichtlich ausgeschaltet. Warum soll ich denn das Add-on laden und dann ist es automatisch nicht aktiviert? Das ist es. Finde ich gerade ein bisschen Quatsch. Und Sell Junk automatisch. Ja, hat automatisch 12, dass ich halt Dinge noch zurückkaufen kann, ne? Aber es war ja wirklich nur Krusch. So, und ich habe ja mittlerweile bessere Sachen an. Transmogrifiziert zu versteckter Umhang, ja, ja, klar. Transmogrifiziert, das sind alte Umhänge halt. Geschmiede. Dickes Steak, werde ich wahrscheinlich nie wieder brauchen. Zauberstab, weg damit. Wie Taschen brauche ich? Verbrauchbares Zelt Mana wieder herrscht. So, 8500 Mana versus 28.000 Mana, okay. Hier ist so viel Krusch. Was habe ich denn hier benutzen? Ein Haustier. Wieso habe ich das noch nie gehabt? Wenn ich, habe ich hier Haustiere in der Tasche? Oh, das braucht man, glaube ich, für Sturmheim sich zu bewegen, ja. Mit Apollo zum nächsten Flug. Flugpfeife. Ein Ruhestein da unten.
So, ich muss jetzt mal gucken. Zorn des Lichts, genau. Es gab ja so Stäbe oder Waffen, besser gesagt. Na, sieh an, da habe ich jetzt den Crab noch in der Hand. Kleidung hat er irgendwie ausgetauscht. Aber die Waffen nicht. Tempo und Meisterschaft, Tempo und Meisterschaft. Warum ist denn der so schlecht? Ach, besser. Zack, passt doch optisch ganz gut. So, und da muss ich halt gucken, da sind nämlich Sachen dabei. Weiß ich nicht, ob die nicht wichtig sind aufzuheben. Zuck, zuck. Genau, wir kaufen den Kusch. Alte Stoffe, aber pff. Keine Wollstoff und kein Leinenstoff mit. Das verkaufen wir noch. So, bringen wir noch ein bisschen was auf die Bank. Dann ist der Charter auch schon mal halbwegs vorbereitet. Guck gerade mal. Dialog UI. WoW. Er hat nämlich noch mehr. Schon krass, was die Addons alles können, aber also das hier ist, was der hat, Narzissmus, auch von diesem Heterodox. Und da habe ich halt quasi so meine, oh, so meine Ausstattung, ne? Auch ganz nett. Weiß nicht, ob das so viel besser ist. Okay, das Addon ist glaube ich Quatsch. Andere macht nochmal die Schmidt-Leiste besser, oder? Venture-Album heißt. Weiß ich noch nicht, ob ich das hier nicht noch haben will oder nicht, weil es kann halt auch noch wieder mehr, ob ich das alles brauche. Ne? Kann man viel einstellen, aber. Naja. Muss ich gucken, ob es das für mich ist. So. Dieser Char hat der doppelte XP? Weil, nö, oder nicht? Warum nicht? Doch, hat er aber nicht so viel. Gut, wir haben ja quasi gerade erst neu wieder hier gestartet. Ah, zur Bank wollte ich, genau. Nee, dann habe ich den Char jetzt zumindest mal zum bei der Questen in Okrima abge. War die Bank da drüben? Ich kenne das alte Okrima noch besser. Damals. Die Welt noch in Ordnung war. Hier ist. Ja, aber wie komme ich denn jetzt hier zur Bank? Das ist doch mein Rucksack. Du musst mir doch die Bank anzeigen, liebes Addon. Oh. Wie? Oh Mann. Ich wünsche mir meine Adibags zurück, aber das wird nicht mehr weiterentwickelt. Ja. Ah, da unten ist die Bank. Okay. Gut. Nee, dann machen wir mal diese alten Sachen da rein. Waren noch
3 legendäre. Auch immer das ist. Oh, wir schleppen es mal mit uns mit. Das heißt, ich habe in der Glutseitentasche noch Glutseitentaschen? Offensichtlich. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Nein, jetzt hat das andere, das ist sehr egal. Kurz mehr ISO anzeigen. Irgendwann mag ich auch noch mal ein bisschen Priester spielen. Weil ich heile ja eigentlich so gerne. Aber irgendwie schaffe ich es dann nie, weil ich bin kein so begeisterter Shadow-Spieler. Und ich mag mich auch nicht durch irgendwelche Instanzen durchhalten, um damit zu leveln. Ich mag ganz schon irgendwie Questen. Und ich bin halt kein so, begeisterter Shadow-Spieler halt. Shadow-Priest-Spieler. So, nee, aber so haben wir den doch jetzt mal halbwegs auf Kurs gebracht, unsere Priesterin, und könnten damit dann bei Gelegenheit nochmal weiter. Zack. Gut. Was mit Ikza? Ikza steht im Waldraken. Wieso ist der in Waldraken? Ich glaube, weil ich es ähnlich gemacht habe, nur ich habe ihn nach Waldraken geschickt. Mit dem Ausrüsten. Scheint so. Wundert mich gerade so ein Ticken, aber ja. Ne, ansonsten waren das eigentlich von so meinen Chars noch so mit das... Auch auf Erida, aber Paladin, ich habe halt auch keinen Paladin, ich mag auch keine Paladine. Hat mir nie so gefallen, Paladin. Wenn ich jetzt, ja. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne einen Paladin erstellen. Wer darf denn alles Paladin werden? Die dürften auch. Die nicht. Tauren, Paladin. Ich mag keine Tauren. Bleiben mir nur die Blutelfen, ne? Ach, die dürfen auch. Okay. Zandalari-Trolle. Die alten Tauren. Und das war's, ne? Aber ich glaube, ich bin auch nicht zufrieden mit der Blutelfe, die ich erstellt habe. Ne? Als erstmal der Name. Gut, die Frisur kann man ändern, aber der Name, Gwenliana, ach du Scheiße. Und Stufe 17 lohnt sich ja gar nicht, das umzubenennen für echt Geld, ne? Machst du lieber 9, schau. Aber ich lösche es auch nicht. Ja, Krieger fand ich halt den Untoten sehr dynamisch, deswegen ich den genommen auf Vorderseite. Hat er mit den Emotes bei den zwei Chars jetzt zumindest ganz gut funktioniert. Warum ist hier noch Post?
Ach, die haben auch alle Ausrüstungsupdates, ja, aber die spiele ich ja eh nicht. Da brauchen wir jetzt nicht durchklickern, das ist verschwendete Lebenszeit. So, was sagt denn die Uhr? Ja, ich muss in meinem Urlaub, also darf ich mir jetzt nicht irgendwie die Zeit anreißen lassen. Ich bin noch fit, ich hab lang gepennt, ich könnte jetzt noch bis 3 Uhr hier sitzen und zocken. Aber dann mache ich mir den Rhythmus kaputt, was auch schlecht ist, gerade wenn ich nächste Woche auf die Messe fahren möchte. Na, deswegen machen wir das jetzt nicht. Sehr wahrscheinlich, wenn das Wetter mitspielt und ich morgen nicht zufälligerweise irgendwas bei Real Life vorhaben sollte, dann bin ich wieder abends da, werde irgendwas streamen, mittags wahrscheinlich noch nicht. Da muss ich gucken, dass ich langsam die Tasche packe und alles vorbereite, bis ich nicht unvorbereitet bin, wenn ich losfahre nächste Woche. Von daher wird es wahrscheinlich morgen Abend einen Stream geben. Vielleicht morgen Mittag, aber ich würde eher sagen nein. Und dann, Dienstag gucken wir die Opening Live Night Live Ceremony auf jeden Fall als Live-Reaction. Ich zeichne das zwar auf, aber ich werde es wahrscheinlich nicht hochladen. Auf YouTube, das guckt bei mir eh keiner nach. Und wozu auch? Ja, weil dann sind die News ja eh schon raus. Also, ne, das werde ich dann sehr wahrscheinlich live streamen am Dienstag. Und dann unwahrscheinlich, dass ich groß was zocke, weil ich will früh schlafen. Dass ich dann auch früh losfahren kann und fit bin. Ne? Aber ja, das sehen wir dann alles, wenn es dann soweit ist. Auf jeden Fall ist an dieser Stelle hier jetzt Schluss. Und zwar für den Livestream, wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze ja nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.